Oh, jetzt kommt ein Killer. Jetzt ist ja einer rausgekommen. Jetzt haben wir einen Killer dabei. Wir brauchen jetzt nur noch eine vierte Person. Wir brauchen eine richtig gute. Sonst sterben wir. Das wäre nicht schlecht. Kann man da irgendwas anzeigen lassen? Nee, man sieht keinen... Ah, wir haben Sanitäter, okay. Guck dich so an, weil du die gleichen Klamotten an hast. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe gefunden, wie ich mich umziehen kann. Oder wie ich mein Gender ändere. Also mein Geschlecht. Okay. Ich bin jetzt ein junger Mann. Die denken wahrscheinlich auch, boah, wen will der denn verarschen, dass der jetzt ein Kerl ist? Klick hier, tu Chat. Nee, lieber nicht. Nachher wissen die, wer ich bin. Ich bin jetzt Jake Park, bin ich jetzt. Ich stehe da irgendwie wie so eine Junkie-Tusse. Ich weiß nicht, kann mir auch nicht helfen. Was hast du denn genommen? Kannst du mir davon was abgeben? Oh White Ward. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber... Also einer muss explodiert wieder, fünf... Ja, das ist ja, also ich denke mal, das heißt, man muss da dran gehen, irgendwie daran arbeiten, da müssen die explodieren und dann müssen wir den Schalter umlegen. Also so habe ich das verstanden. Nee, einer muss wohl kaputt, geht wohl kaputt oder kann kaputt. Nee, ich denke mal, die können kaputt gehen. Falls du uns irgendjemand helfen kann. Nee, du brauchst fünf, die funktionieren, damit du das Licht einschalten kannst und dann hast du, glaube ich, gewonnen. Ich habe gesehen, bei uns waren zwei oder drei liefen da vorhin. Ja, und ich stand die ganze Zeit vor einem, aber da, ach, vielleicht funktionierte der auch schon. Ja, wenn der Bewegung hatte, also die, du siehst ja, wie der sich bewegt, dann geht er schon. Nee, aber nee, stimmt, bewegt hat er sich nicht. Komisch. Oh, fuck, ich starte direkt hier drin, das ist gar nicht gut. Bist du das neben mir? Ich bin auch hier drin, ja. Oh, fuck, ich gehe hinten raus. Oh oh. Wie kann man sich... Wie duckst du dich? Mit links unten der Taste, aber das hilft dir jetzt nicht wirklich weiter. Also mit der Schultertaste. Irgendwas war ja gerade bei mir in der Nähe. Wie kann man mit... Sag mir lieber, wo die Generatoren sind. Ein Generator habe ich. Ich repariere ihn gerade. Oder versuche es. Oh oh. Ja, der soll hier irgendwo in der Nähe sein. Wie gesagt, oh, aber das dauert ewig, bis der repariert. Oh oh oh. Und ich bin hier echt freiwillig. Aber oh, er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Oh, es ist hier. Wo bist du denn? Ey, ich sehe dich wieder nicht auf der Karte. Ich sehe nur, der hat dich erwischt. Da ist irgendwas. Ach, das ist ein Feuer, ja toll. Ich bin getroffen, ne? Oh, fuck. Irgendwo ist der hier in der Nähe, glaube ich. Oh, fuck. Scheiße, ich war hier am Generator. Nein, eben, die ist ja viel schneller als ich. Was ist das denn? Da war ich ja auch. Nein, und ich laufe jetzt auch noch dahin. Hier ist noch ein Generator. Oh, die ist direkt hinter mir. Nein! Nein! Komm hoch! Los! Ich schleiche! Fuck! Bist du das, der da schleicht? Es geht in eine andere Richtung? Nein, ich komme schon wieder in den Keller. Was ist das für ein Scheißspiel, wo ich ständig in den Keller muss? Oh Mann, ey. Oh nein! Ah, jetzt hat sie mich. Hat das mich... Ah, okay.
Nein, du kriegst mich nicht. Da oben schleichen zwei Leute rum. Einer ist am Generator, das sehe ich. Aber der andere versucht mich zu befreien. Wieso kann man... Kann sich nicht irgendwie... Nein! Bist du das? Hallo, Schatz. Ja. Nein. Du musst eine Taste die ganze Zeit drücken. Bei mir ist es A. Also, am Ende... Da, das gedrückt halten, was du gerade gemacht hast. Und dann danach zeigt er dir eine Taste an, die du die ganze Zeit gedrückt halten musst. Und da jetzt die ganze Zeit gedrückt halten. Gedrückt, also gedrücken. Drücken, nicht gedrückt halten. Scheiße. Ja, toll. Ich dachte, ich soll die... Ja, entschuldige. Ja, super. Das war zu spät. Ah, ah, ah. Danke, danke. Scheiße, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Weißt du, was ich blöd finde? Ich habe die Musik oder ich habe diese ganzen Geräusche so leise gemacht und das ist trotzdem noch so wahnsinnig laut. Das habe ich aber auch. So stelle ich das nochmal um. Das gibt's auch gar nicht. Scheiße, ich bin an der Sackgasse. Oh, die ist hinter der her. Die ist hinter der her. Scheiße, und ich weiß auch nicht, wie ich mich heilen kann. Ja, du brauchst so Dinger in den Kisten. Du musst, ich habe eine Kiste geöffnet, da war leider nichts drin. Da sind so Medipacks drin. Irgendeiner ist in so einen Schrank gegangen. Ich höre irgendjemanden schreien. Ach so, da ist einer im Schrank, ja. Guck mal, ob der ist... Och, der ist immer noch nicht fertig repariert. Die Stacy ist an dem einen Ding da, an dem... Die ist bei dir da, ne, in der Nähe, hinter dir ist die. Ja, wo? Ich sehe die nicht. Am Reparieren. Am Reparieren ist die, an dem Generator. Du gehst in die falsche Richtung. Ja, weil da hinten ist ein Generator gewesen. Der ältere Herr hat ein Medipack und hat einen Generator repariert. Und hat jetzt den Typen hinter sich. Oder die Typin, das ist ja, glaube ich, eine... Ist man eine Frau oder was hat's? Ah, scheiße! Oh, der ist am nächsten Generator? Oh, fuck, 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 sie hat mich. Andere Richtung. Nein! Lenk. Lauf! Lenk die ab, genau. Kann ich nicht. Du musst irgendwo verstecken, geh irgendwo rein und wieder... Ja, das kann ich nicht, wenn die direkt... Oh, scheiße, was scheiße! Was war das für ein Sprung, den die gemacht hat? Meine Güte. Also der Also nicht wundern, das was die ganze Zeit knallt, ist jetzt mein Joystick, weil man kann sich anscheinend befreien. Oder der eine heilt sich gerade selber, du bist aufgespießt. Nein! Wieso bin ich jetzt... Hä? Wieso durfte ich mich jetzt noch nicht mal befreien, so wie eben? Hallo? Ja. Also der eine repariert gerade fleißig noch einen Ich hasse dieses Generator. Spiel. Das hast du bei Chicken Run auch gesagt und dann. Ja, dieses scheiß Reparieren, das ist, dauert unheimlich lange. Also sie ist am Schleichen. Ach, ich bin blöd. Hier sind doch die. Du kannst doch hier. Ich habe auch ein Healpack gehabt, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, wie man das aktiviert und nichts. Das ist. Also wenn ihr wisst, wie man das Ganze wirklich spielt und uns sagen könnt, wie man das Ganze, also wie man sich selber reparieren kann, wollte ich gerade sagen. Wie man sich selber wieder heilen kann und so weiter. Läuft hier mit einem Medipack rum. Ich vermute, ja, dass man die findet, aber ich weiß nicht. Der hat den Generator nicht ganz fertig gemacht, weil er jetzt verfolgt wird gerade von dem. Man hört es ja. Ja, jetzt geht er weg. Ach so, hört man das gleiche wie er hört? Ja, ja. Ah, okay. Wenn du den Spectators, ja. Aber der scheint auch schon ein bisschen mehr Erfahrung zu haben als wir. Ja. Der hat auch noch die Kriegsverletzung auf dem Rücken. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, das sind totale Noobs, aber ist nicht schlimm, das sind dann die erste Beute, die der sich schnappt. Genau. Hier ist noch... Der geht nämlich direkt auf den... Nee, der läuft schon. Der geht im Endeffekt nämlich... Der geht aber immer sehr nah an den Dingern vorbei, so. Ja, damit man wahrscheinlich gesehen wird, so, ne? Ja, aber das, ich meine, diese Horrorgestalten, sage ich mal, die sind ja nicht doof. Die sehen einen doch auch, wenn man dahinter läuft. Also da... Nee, nee. Wieso sollen sie das sehen? Guck dir doch mal die offenen Bretter an. Also jetzt hier bei solchen... Ja. Bei solchen Stroh oder so Dingern, diese Ballen, da werden die nicht sehen. Ja, und hinter so einem Tank auch nicht hier, wo er jetzt steht. Ach, da kommt die auch. Die andere kommen.
Ich verfolge sie mal. Bleib du mal bei ihm. Aber ach, die arbeiten zusammen, so wie es aussieht. Ja, ist noch ein Generator. Ach, die, ja, die, ja, die versuchen die zusammen ranzugehen. Dann geht's schneller. Oder? Nee, der kommt da. Er kommt. Ich hab ihn auch gehört. Ja. Ich nicht. Doch, man hört doch den Puls, diesen Herzschlag, wenn der kommt. Dann ist der. Die Frage ist, kannst du dich da jetzt wirklich so verstecken in dem? Sonst wäre ich da auch reingelaufen. Aber er ist irgendwo. Ist irgendwo, genau, das ist eine gute Beschreibung. Nee, er war aber noch in der Nähe bei ihm. Hängt er da jetzt? Nee. Bist du jetzt gerade auf ja, ich ihm bin oder auf der Frau? Nee, auf ihr. Ja, dann, also er verfolgt ihn jetzt nicht gerade. Ja, bei ihr bin ich mir nicht so sicher. Die geht zum Generator. Ach so, der lief aber, glaube ich, schon. Ich habe so Geräusche gehört. Oder? Die geht aber trotzdem wieder in die Richtung. Nee, der kann aber auch gar nicht laufen. Der ist ja nur ganz kurz angemacht worden. Jetzt läuft sie wieder weg. Das ist sehr spannend gerade. Sehr reißende Spannung. Hier ist ein Generator. Warum machst du ihn nicht fertig? Also, was ich gut finde, dass man den anderen wenigstens noch zugucken kann. Also kann man natürlich auch was lernen. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich. gut, wir vielleicht jetzt nicht so unbedingt, aber grundsätzlich kann man dabei sicher auch was lernen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps zu diesem Spiel habt, weil ihr das schon selber gespielt habt oder vielleicht schon Profi seid, haut das in die Kommentare raus, weil ich habe so wirklich absolut keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe mir das mal angeguckt, bin so ein bisschen angefixt worden durch diese Let's Plays. Also ich habe 2, 3 Folgen, glaube ich, habe ich mal geguckt. Ah, da ist, glaube ich, da hinten. Aber ich habe keine Ahnung, auch von der Bedienung her und so. Also ich denke mal, wenn man die Maps auch ein bisschen kennt und weiß ungefähr, wo das so ist, ich weiß nicht, ob die jetzt random sich immer verändern oder... Also zur Info, also wir werden es jetzt suchten. Das hoffe ich zumindest. Also wenn der Episode 1 LP mir da jetzt zustimmt... Das muss ich mir noch überlegen. dir zuzustimmen, meine ich. Ja, ich sag mal, wir werden dann ja auch von den Level her höher kommen. Vielleicht kriegen wir auch irgendwelche Erfahrungen dazu. Der eine so. Generator hier gerade, die sind beide dran. Guck, Schatz, ich sehe das gleiche wie du. Nein, jetzt nicht mehr. Warte mal, was ist das Weiße, geschafft, was da jetzt angezeigt wird? Nee, sie müssen den Kasten noch anschalten, das Licht. Die haben, glaube ich, alle Generatoren angemacht. Aber da waren aber gerade 2 Kisten. Ja, es sind nur mehrere Schaltkisten. Find the exit, okay. Ja, ich habe den Ausgang schon gefunden, ne? Deswegen warte ich jetzt darauf, dass die anderen nachkommen. Die sind immer so langsam, die anderen, ne? Irgendwie. Ja, ne? Also ich finde, wir sollten hier irgendwie was Positives zurückkriegen. Also ach so. Dafür, dass wir so gut waren und so schnell hier rausgekommen sind, ne? Und das Spiel geschafft haben. Oder war das Ziel gar nicht, dass man stirbt? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich glaube, wir haben das Ziel nicht ganz verstanden. Was, nein. Ne? Doch. Sie sind entkommen. Sie sind entkommen. Nee, sie noch nicht. Schalt mal auf sie um. Ach so, er ist entkommen. Ja, er wartet jetzt. Ich hätte den männlichen Partner. Sie braucht auch, also jeder muss so einen Exit finden, aha, okay. Jeder muss so einen Schalter umlegen. Ja, die Frage ist, ach so, kannst du wahrscheinlich nicht beide machen. Das Problem ist, sie ist jetzt ganz alleine, ne, wenn der jetzt kommt. Nee, sie ist jetzt, ach so, sie muss das, ach du Schande. Ja, ja, und das dauert auch. Oh. Derzeit kann der ja noch kommen, glaube ich, ne. Ach du Scheiße. Aber dann bist du noch nicht mal safe. Oh. Nee. Oh, da ist irgendwas rot angezeigt. Ein Kill. Was ist das für ein Kill? Ich habe jetzt Okui gelesen, aber okay. Okui. Hä, warum läuft sie jetzt da weg? Warum läuft sie nicht raus? Ja, vor allen Dingen, warum war das jetzt nicht das Ende? Muss sie jetzt noch irgendwo hin? Ja, jetzt ist das Ende, glaube ich, oder? Oh, bitte lass es, bitte, sie muss das schaffen. Ich möchte nämlich wissen, was man dann machen muss. Oder muss der da jetzt runter und wird dann gekillt oder was? Wer weiß. Ich denke mal, der wird jetzt kommen oder kommt. Nee, ja, jetzt ist sie draußen. Hä? Aber sie ist nicht weitergelaufen. Oder sie muss nur eine gewisse Zeit überleben oder so. Okay. Das war jetzt irgendwie alles sehr seltsam. So für jemanden, der absolut keine Ahnung hat. Ich schau. Ach, guck mal. Online Survivor Rank. Ja, da haben wir 3 Punkte immerhin erreicht. Ich weiß nicht wovon, aber... Irgendwie ist der Host weggegangen jetzt. Ich bin jetzt Level 2. Ich bin nur Level 1, weil ich nicht lang genug überlebt habe. Wir haben beide 20, die haben viel weniger, aber ich habe auch keine Ahnung, was das bedeutet. Aber irgendwie ist der Host weg, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt... Daily Rituals?
25.000 bekommst du, wenn du über 180 Sekunden perform kooperativ. Keine Ahnung, was das ist. Also, du hast wohl einen monatlichen, so wie ich das eben gelesen habe, ein monatliches Ranking-System. Ja, sonst lass uns rausgehen und mal neu einladen. Ja, ich gehe raus.